Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Crochet-Along 2024. Ja, ich hoffe, ihr habt die Woche, letzte Woche gut überstanden. Wie ihr seht, hatte ich ja letzte Woche einen Farbwechsel, das habt ihr ja gesehen. Bei mir ist jetzt ein pinkes Pädchen mit dazu. Ich dachte eben, aber nee, das ist das Licht. Ich dachte, da war jetzt noch eine Farbe, aber es kann ja nicht sein. Also zu meinem Kurkuma ist jetzt ein Pink dazu gekommen. Was ich euch zu dieser Deckenteil jetzt nochmal sagen wollte, ist, dass diese Ecken nach oben gehen, ist völlig normal, weil die Reliefstäbchen sich hier zusammenziehen. Umso mehr wir jetzt hier wieder häkeln, zieht sich das Ganze wieder nach oben, ja. Also wundert euch da nicht, dass bei euch die Ecken übelst rauskommen. Das zieht sich nachher wieder zusammen. Also das sind die ganzen Reliefstäbchen, die da alles jetzt gerade so zusammenziehen. Ja? Okay, also wir gucken erstmal in unser schlaues Buch, bevor wir heute mit irgendwas anfangen. hatte ich den Markierer drin, oder? Nee, der liegt hier. Okay, sehr schön. Also nicht drin. Dann blättern wir einmal durch. Das könnte schon zu weit sein. Das könnte die Woche sein, die wir... Ach nee, das war letzte Woche. Nee, das war nicht letzte Woche. Das war letzte Woche. Das war letzte Woche. Woche 5. Genau. Ihr habt bis Reihe 38 gehäkelt. Ihr musstet immer die 33 wiederholen. Ich denke mal, das war soweit klar. Und heute fangen wir deswegen mit Reihe 39 an. Genau. So, wir machen Woche 6. Tatsächlich ist Woche 6 schon. Und ja, wie immer starten wir erstmal mit unserer Reihe und dann schreibe ich es auf und dann sehen wir mal weiter, ne? Ja, zumachen ist ungünstig. Lassen wir offen. Und dann geht's einmal los. Mit unserer Ecke. Wahlweise, wenn euch das mit der Ecke nicht so gefällt, könnt ihr das auch so wie letztes Jahr machen. Letztes Jahr haben wir ja immer 3 Luftmaschen gemacht. Also ich zeige euch das jetzt mal vom letzten Jahr, falls ihr das nachmachen wollt. Also letztes Jahr haben wir so begonnen mit 3 Luftmaschen, haben ein Stäbchen gemacht. Ist schon früh am Morgen, da kann man noch ein bisschen... Zu doof zum Häkeln sein. 2 Luftmaschen und dann 2 Stäbchen. Also das als Tipp, falls euch das eher liegt, könnt ihr das natürlich auch machen. Und ja, auch wenn ihr das jetzt so umändert, ist das nicht so schlimm. Das fällt eh niemanden auf. Ne? Aber ihr müsst zum Schluss dann 2 Kettmaschen machen. 1, 2 und hier hinein 3 Kettmaschen. So rum, 3 Kettmaschen. Ne? Was wir ja jetzt immer bloß eine haben, habt ihr denn da ein paar mehr. Müsst ihr wissen, ich finde, so finden wir nachher immer die Maschen schöner und deswegen mache ich das jetzt so. Genau, also meine 5 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Gut. Und dann fangen wir an zu häkeln. Heute mal mit 2 Stäbchen als erstes in 2 Maschen, also ja, 2 Maschen, jeweils ein Stäbchen häkeln. Dann kommt ein halbes Stäbchen in die nächste Masche, noch mal ein halbes Stäbchen, dann 5 Stäbchen in eine Masche. Jetzt kommt das, was ihr nicht mögt. Faden verlängern, aus der Masche raus, 1, 2, 3, 4, 5 abzählen, reingehen und den Faden durchziehen.
zwei halbe Stäbchen. Und jetzt machen wir ganze fünf Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also wir beginnen mit wir beginnen mit zwei Stäbchen einzeln, zwei halbe Stäbchen, eine Noppenmasche, zwei halbe Stäbchen, fünf einzelne Stäbchen. Das ist unser Mustersatz für heute. Also zwei halbe Stäbchen, eine Noppe, zwei halbe Stäbchen und fünf Stäbchen. Das ist unser Mustersatz. Genau. Also Mustersatz. Und das arbeiten wir so lange, wie es geht. Das sind ja 10 Maschen. Entweder geht's oder es geht nicht. Und das werden wir ja sehen. Wir arbeiten ja einmal bis zur Ecke hin. Zwei halbe Stäbchen habe ich gemacht und mache jetzt gerade meine Noppenmasche. Die besteht aus 5 Stäbchen, Faden verlängern, 1, 2, 3, 4, 5 abzählen und den Faden durchziehen. Zwei halbe Stäbchen. 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und 5. 2 halbe Stäbchen. Eine Noppenmasche. Fünf abzählen, in die fünfte Masche rein und den Faden durchziehen. Zwei halbe Stäbchen. Und wer gut aufgepasst hat, weiß, dass ich mit das hier meine nächste Reihe schon vorbereite. Deswegen 5 Stäbchen, damit ihr das, dann habt ihr schon so ein kleines Gefühl. So, 5 Stäbchen. Wie gesagt, das ist für die nächste Runde die Vorbereitung. Es müssen 5 Stäbchen sein. Eins, zwei, drei, vier. Und da kommt die fünfte. Zwei halbe Stäbchen. Und eine Noppenmasche. Jetzt war ich so auf die zwei eingeschossen. Noppenmasche, halbe Stäbchen, 2 Stück und wieder unsere 5 Stäbchen. So, das Muster wiederholen wir erstmal, bis wir bei unserer ersten Ecke angekommen sind. So sieht es einmal aus. Bei mir würde jetzt noch eine Masche übrig bleiben. Das kann auch wieder bei jedem unterschiedlich sein. Macht euch da keinen Kopf. Was hier übrig bleibt, wo kein Muster mehr reinpasst, machen wir einfach ein Stäbchen. Ja. Dann eine Ecke arbeiten mit 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und 2 Stäbchen. Gut. Und damit haben wir die erste Seite beendet. Und wir fangen unsere Seiten,
die wir noch arbeiten müssen, immer genauso an, wie wir diese Seite angefangen haben. Das heißt, mit den zwei Stäbchen fangen wir auch hier an. Einfach rein. Und dann im Muster weiter. Halbe Stäbchen, zwei Stück, Bobbelmasche, Noppenmasche, wie auch immer, eigentlich Popcornmasche, aber ihr wisst, ich nehme es mit den Begriffen immer nicht so ganz so genau, weil ich mir das einfach nicht merken möchte. Fertig. Halbe Stäbchen und dann wieder fünf ganze Stäbchen. So, und das Ganze wiederholen wir, bis wir ringsherum einmal um die Decke herum gearbeitet haben. Das Ganze sieht geschrieben so hier aus. Bitte bleibt stehen. Bitte geht mir nicht verloren. Also, wir fangen an mit den fünf. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Wir fangen an mit den fünf Stäbchen. So, die Kamera hat mich rausgebracht. Wir fangen natürlich mit den fünf Luftmaschen an, machen zwei Stäbchen und das ist unser Anfang, wie wir immer anfangen. Dann arbeiten wir in die ersten beiden Maschen zwei Stäbchen, Komma, zwei halbe Stäbchen und eine Noppenmasche. Zwei halbe Stäbchen, fünf Stäbchen und das Ganze wiederholen wir bis zur Ecke. In der Ecke, in die Ecken arbeiten wir zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und am Ende machen wir wieder unsere Kettmasche, also erst ein Stäbchen und dann eine Kettmasche. Und dann sehen wir uns wieder. Also wir wiederholen auf allen vier Seiten das genau so. Wir beginnen immer mit den zwei Stäbchen am Anfang und arbeiten uns bis durch. Am Ende ist egal, wie ihr ankommt, ob da ein Stäbchen gemacht werden oder mehrere, ist völlig egal. Hauptsache, ihr wiederholt immer dieses Muster. Also das bis das wird wiederholt. Ja? Ich mach's mal noch mal ein bisschen deutlicher. So. Genau. Juti, wenn wir das gemacht haben, sehen wir uns gleich wieder. Ich versuche noch mal die Kamera zu retten. Ich bin nicht zufrieden mit den Stativen, die ich nachgekauft habe. Sie haben unten am Fuß nicht genug Stabilität fürs Telefon und deswegen versuche ich die mit Gewichten auszugleichen, aber irgendwie hält das nicht. Ja, okay. Bis gleich. So, mit besserer Kameraposition hoffentlich bin ich zurück. Meine erste Reihe habe ich beendet. Ich habe hier hinten immer an den Ecken mit Stäbchen beendet, mit ganzen Stäbchen, nicht mit halben Stäbchen. Bei dieser Seite hatte ich jetzt so ja, wichtig ist, dass die Seiten, die lange Seite und die kurze Seite gleich enden und ansonsten gibt es nichts zu beachten, großartig. Ja, einfach nur Spaß haben, häkeln und hinterherbleiben. Genau, so, jetzt fangen wir an.
Ihr habt ja hier dieses 5er-Set, 2 halbe Stäbchen, Noppe, 2 halbe Stäbchen. Ja, und bis dahin arbeiten wir jetzt erstmal nur Stäbchen. Hier kommt dann das Noppenset hin, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, halbe Stäbchen, Noppe, halbe Stäbchen. Ja? Aber keine Angst, ich zeige euch das gleich. Jetzt machen wir erstmal bis dahin nur Stäbchen. Ich zähle mit, damit ihr wisst, wie viele Stäbchen das am Anfang von jeder Reihe dann sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das 9. Am Anfang von jeder Seite machen wir 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stäbchen. Die hier vorne in den Anfang zählen nicht mit. Die habe ich nicht mitgezählt. Ja? Und jetzt kommt das ganz normale Muster. Noppenmuster, Stäbchenmuster. Noppenmuster, Stäbchenmuster. Und so geht das dann immer weiter. Warum ich das jetzt so mache, ist ganz einfach, damit auch Anfänger das verstehen und wissen, wie sie das zählen. Wenn ich jetzt, ich könnte das Muster auch ganz normal kompliziert beginnen, dann versteht das aber keiner. Ja? Und deswegen beginne ich das so. Damit ich ganz vielen Fragen aus dem Weg gehe. Ich mache es mir also einfach. Ich denke wieder, ich mache es mir einfach. Und dann kommen wieder die Fragen, wo ich mir denke, das hast du doch erklärt, da hat doch jemand das Video nicht angeguckt. Okay, 2 halbe Stäbchen und die Noppenmasche. Zwei halbe Stäbchen. Fünf ganze Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und das ist das 5. Zwei halbe Stäbchen und die Noppenmasche. Zwei halbe Stäbchen. Und 5 ganze. 1, 2, 3, 4, 5, 2 Noppen, ja, ihr habt selber gemerkt, 2 halbe Stäbchen und natürlich nur eine Noppe. Zwei halbe Stäbchen und wieder 5 ganze Stäbchen.
zwei halbe Stäbchen und eine Noppe. Zwei halbe Stäbchen und fünf ganze Stäbchen. Und so sieht das Ganze aus. Und das wiederholen wir jetzt einmal bis zur Ecke. An der Ecke sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt mache ich nur noch voll bis zu meiner Ecke. Dann arbeite ich in die Ecke immer zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So, die erste Reihe beendet. Die zweite. Nein, es war die erste Seite von der Decke. Genau. Lust wird wieder grüßen. So, jetzt kommt wieder dasselbe, wie wir vorhin gemacht haben. Wir machen 9 Stäbchen. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und 9. Und dann kommt mein Noppenmuster. 2 halbe Stäbchen und eine Noppe. Zwei halbe Stäbchen. 5 ganze Stäbchen. So sieht das jetzt aus. Okay. Unser Buch für Runde 40. Runde 40, 5 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann fangen wir an mit 9 Stäbchen. Unser Muster ist 2 halbe Stäbchen, 1 Noppen. Eine Noppenmasche, nicht ein Motten. Ein Noppenstäbchen, wollte ich gerade sagen. 2 halbe Stäbchen. Und 5 Stäbchen. Das bis zum Ende so. Die Ecken bleiben gleich. Ecken wie oben. Und das Ende nachher auch wie oben. Okay, das jetzt zwischen den Punkten wiederholen wir. Gut. So, ihr Lieben, wenn wir alles beendet haben,
kommen wir zu unserer Hausaufgabenreihe. Und die ist ganz, ganz entspannt. Ihr habt die Noppen überstanden. Ich weiß, dass die einige nicht so mögen, aber das muss auch mal gemacht werden. Weil ich finde diese Noppen einfach am schönsten. Sie kommen einfach am besten raus. Genau. So, 5 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Fangen wir ganz normal an. Und dann arbeiten wir ganz langweilig eine Stäbchenreihe. Das heißt, wir haben heute nur 3 Reihen diese Woche, die wir zusammen häkeln. Aber ich denke mal, das ist erstmal wieder zur Entspannung ganz gut. Morgen wird es wieder ein bisschen, nächste Woche Dienstag wird es wieder ein bisschen mehr. Danach die Woche auch. Dann wird es nochmal entspannter. Und ja, also jede Masche versehen wir jetzt mit einem Stäbchen. Achtung, jetzt kommt ja hier dieses mit diesem Noppenmuster. So, habt ihr gesehen, ne? Das war das Noppenmuster. Gut. Dann würde ich sagen, zeige ich euch nochmal schnell die Hausaufgabe, schreibe ich sie euch einmal auf, damit ihr das nochmal kompakt habt und nochmal genau wisst. Also, passt das noch mit hin? Ich hoffe, ihr seht das. Hausaufgabe. Doppelpunkt. Das ist Reihe 41. Und wir häkeln, also das ist hier 39, ne? 5 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die erste Ecke und dann häkeln wir nur Stäbchen. In die Ecken, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und am Ende machen wir ein Stäbchen hoch und eine Kettmasche. Ja, ist es mit drauf? Ich denke, ist es mit drauf? Ja, ihr habt es gesehen. Also Hausaufgabe, Runde 41. Und dann sehen wir uns nächste Woche nämlich. Da packen wir uns gleich was rein. Huch, zu Woche 7 wieder. Und da häkeln wir, schon vergessen, die 42. Jawohl. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich über Däumchen, Kommentare und Abos. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Viel Spaß.